Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 28. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Also nicht wundern, wenn Sonne, Mond und die Planeten ganz anders platzieren, als wir in westlichen Astrologie kennen. Und wenn ich hier die Bewegungen erkläre, die Bewegung, die Planeten und die Einflüsse auf unserem Alltag, ist auch wichtig, dass ihr euren Geburtshoroskop umrechnet auf die indische Astrologie. Es gibt sicherlich kostenlose Seiten, erkundigt euch, aber wenn ihr nicht klarkommt, könnt ihr selbstverständlich als Blitzberatung buchen und ich umrechne euren Horoskopen. Und dann weißt ihr, wo ist Sonne, Mond und die Planeten und dann sind wir im Einklang, weil dann könnt ihr diese Informationen im Alltag auch nutzbar machen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Wie ein Sonnenaufgang. Tatsächlich ist die Sonne hier. Also zeigt die Sonnenaufgang die Tages- und damit beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. In gleichem Moment geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten. Die liegen gegenüber. Hier ist der Platz für das Ich, für das Selbst, die Selbstdarstellung. Und das ist das wichtigste Thema gerade bei den Waagegeborenen. Gegenüber spiegelt sich etwas. Das ist der Partner oder die Partnerin. Und in diesem Platz steht gerade die Tierkreiszeichen wieder. Natürlich für die Wiedergeborenen ist es auch ein sehr wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft. Wir haben die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität. Und wir brauchen ein Fundament. Und dieses Fundament, diese Basis gibt gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Das ganze Horoskop ist wie ein Baum. Das ist das Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verankert. Hier hat man die Kraft, symbolisiert auch die eigenen Zuhause. Aber wir möchten ausdehnen. Dieser Wachstum, etwas erreichen, die Ziele erreichen, auch Anerkennung braucht jede. Und das symbolisiert gerade die Tierkreiszeichen Krebs. In der Mitte sind die Elemente. Die Luftelement gehört zum Waage, aber auch zum Wassermann und auch für Zwillinge. Die Element Wasser gehört zum Krebs, aber auch zum Skorpion und auch für die Fischen. Die Element Feuer gehört zu Widder, aber auch zum Schütze und auch zum Löwe. Und die Erde-Element gehört zum Steinbock, aber auch zur Jungfrau und auch Stier. Und hier vermittelt sich auch die Elemente. Da habe ich eine extra Aufnahme der Tanz der Schamanen, wie die Verteilung die Elemente sind. Also Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, ist auch die Sonnenaufgang. Mond bewegt sich bei Sonnenaufgang noch in Tierkreiszeichen Stier, aber übergeht dann im Tierkreiszeichen Zwillinge. Das ist gerade dieser Übergang. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur, der Planet der Kommunikation, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und hier sind Themen über Werte, über Wertschätzung,
aber auch die Selbstwertgefühl in Ausdruck zu bringen, in die Sprache und Respekt verlangen von anderen, ist auch ein wichtiges Thema, besonders bei den Skorpiongeborenen. Aber hier sind auch die Finanzen und Merkur-Energie sind auch die Handlungen und auch die Verträge. Ihr hört sicherlich im Hintergrund, wir haben wieder mal heftige Gewitter hier auf Mallorca. Ich hoffe, es wird nicht so tragisch ändern wie vor ein paar Wochen. Aber jetzt schauen wir, wie ist es weiter mit den Planeten. Jupiter befindet sich auch in der Tierkreiszeichen Skorpion und heute steht Merkur und Jupiter in einer Verbindung. Sie wirken zusammen und Jupiter vermehrt etwas. Das sind die Gewinnchancen. Und Jupiter bringt auch Glück. Die Skorpiongeborenen haben gerade Glück, etwas zu gewinnen. Gegenüber liegt Mond, spiegelt auch etwas, zeigt auch wieder die Finanzen, diese Gewinnchancen. Aber bei Investitionen oder bei Spiel ist wichtig, die Mondenergie zu berücksichtigen, die inneren Ruhe bewahren. Also nicht mit Zwang, auch nicht mit Angst oder Nervosität. Sonst kommt dieser Gewinn nicht. Das kann ein Hindernis sein. Aber mal grundsätzlich haben die Skorpiongeborenen Chance, etwas zu gewinnen. Aber die Mondenergie berücksichtigen, in innerer Ruhe, inneren Gleichgewicht bleiben, das mit Gelassenheit starten. Venus ist rückläufig. Das bedeutet, entweder bremst etwas noch in die Liebe, Partnerschaft, bedeutet aber auch Vergangenheit. Jemand kehrt zurück von die Vergangenheit. Oder karmischen Thema ist auch möglich. Venus befindet sich im Waage und natürlich hier ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, nicht nur, weil Deszendent hier spiegelt, sondern dazu kommt noch die Venus-Energie. Saturn befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Hier kommt Sicherheit, Stabilität, Saturn lenkt die Schicksal, beeinflusst die Schicksalswegen bei den Schützengeborenen und die Schützengeborenen haben auch dabei Lernaufgabe. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen, unerwartete, oft ungewöhnliche Ereignisse. Uranus ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun oder Themen, Veränderungen, vielleicht eine gewisse Angst davon kann auch eine Bremse sein, wobei die Wiedergeborenen sind nicht ängstlich, wenn es um Veränderungen geht, das weiß ich von eigenen Erfahrungen, gehöre ich auch zu Wiedergeborenen, also das ist für einen Wiedergeborenen Leidenschaft und eine Abenteuer, da sind wir richtig in unseren Elementen. Also Angst haben wir nicht von Veränderungen, auch nicht von unerwarteten Ereignissen. Also das ist die Uranus-Einfluss hier im Widder. Neptun ist sehr schwer zum Greifen. Neptun beeinflusst unsere Träume, Visionen, Fantasie. Das ist einfach die Inspiration. Diese wunderbare, bildhafte, das ist alles Neptun-Energie. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Und das ist so unerforscht und unendlich und hat mit unseren Gefühlen, mit unseren Träumen was zu tun. Aber oft ist es so benebelt und wann kommen so benebelte Zustände, wenn wir getäuscht sind, wenn jemand uns etwas vortäuscht und wir sehen nicht die Wahrheit und die Klarheit. Manchmal ist man benebelt, wenn man Drogen oder Alkohol nimmt. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu, würde ich nicht empfehlen, aber
es gibt Menschen, die das auch trifft, das ist auch Neptun-Energie. Und dieser rückläufige Neptun gerade in Ätherkreis, Seidenwassermann, hervorruft diese Thematik. Entweder die Inspiration und diese schöpferische Kraft bei Wassermann ist spürbar, oder irgendwelche Täuschungen und Enttäuschungen, aber bei einem oder anderen ist Alkohol, Drogen entweder direkt sind betroffen oder indirekt betroffen, weil sie kennen jemanden, wo damit Themen hat. Dann kommt Pluto. Pluto ist der Planet, der herrscht über die Todesreich. Das ist nichts anderes als Hades. Aber das ist weniger mit Tod oder mit Todesfall gemeint, sondern das ist die Wandlung. Pluto ist die Kraft der Regeneration und hält das Leben erhalten. Diese plutonische Kraft ist aber sehr konzentriert und lässt nichts zu, was diese Kraft raubt. Und das lernen gerade die Schützengeborenen. Einflüsse von außen, von Bekannten und Nachbarn und Verwandten, all das, was Energie raubt, Kraft raubt, Zeit raubt, lernen die Schützengeborenen gerade mal Nein zu sagen. Welche Verbindungen haben wir heute? Eine schöne Verbindung zwischen Sonne und Saturn. Sonne von Tierkreiszeichen Waage, Saturn von Tierkreiszeichen Schütze. Eine schöne harmonische Verbindung. Klarheit und Orientierung, etwas in Form zu bringen oder in unseren Schicksalswegen die Richtung zu bestimmen. Diese Klarheit haben die Waagegeborenen und die Schützegeborenen. Merkur und Jupiter stehen in Verbindung, sie wirken zusammen, das sind Glückschancen in Finanzen, habe ich auch erwähnt. Eine sehr interessante Verbindung heute. Und das trifft das Liebesleben und die Karma. Warum ist es so? Venus, dieser Liebesplanet Venus, in Tierkreiszeichen Waage, steht in Verbindung zum Uranus. Die liegen gegenüber und die wirken, die spiegeln etwas. Uranus ist rückläufig, hat mit Vergangenheit, auch mit alten Karma etwas zu tun. Und Uranus spiegelt etwas für Venus. Die stehen gegenüber in einer Verbindung. Nicht nur Uranus und Venus hat diese Verbindung, sondern dazu kommt die karmischen Knoten und die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen. Die absteigende Mondknoten oder in indischer Astrologie heißt das Ketu, die Drachenschwanz, liegt im Steinbock. Und die Drachenkopf oder Rahu, diese aufsteigende Mondknoten, was die neue karmischen Weg symbolisiert, ist im Tierkreiszeichen Krebs. Und sie bilden hier ein Viereck. Die Liebesplanet Venus, die Karma, die neue Richtung, die alte Karma. Und die Veränderungen Uranus und diese Rückläufigkeit der Uranus zeigt auch in diesen alten Themen hin. Sie stehen in einer engen Verbindung, das heißt, alte karmischen Erinnerungen, alte karmischen Begegnungen, die Liebe, karmischen Kontakte, karmischen eine karmische Liebe, eine karmische Liebe, besonders bei Waagegeborenen, bei Steinbockgeborenen, bei Widdergeborenen und bei Krebsgeborenen. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Ohr, bewegt sich am schnellsten und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, hat auch Einfluss auf unseren Alltag. Dieser Stiermond natürlich wirkt auf unsere Einstellung, auf unserem Tageslauf, unserem Gefühl. Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, auch in die Liebe, Partnerschaft, aber auch finanziell auch. Und diese Mondenergie unterstützt alle Erdeelemente. Dazu gehört die Tierkreiszeichen Steinbock. Steht auch eine sehr schöne Verbindung zum Mars. Die Kraft ist da. Und kann auch eine männliche Person sein, wo gerade die Gefühle zeigt,
weil die Männer haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, nicht nur finanziell, beruflich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Mond, Mars, Verbindung, sehr schön, sie spüren diese Gefühle und sie lassen das auch, sie beherrschen das mit diesem Erde-Element, sie sind nicht stürmisch, aber dieses Bewusstsein ist da, sie sind damit bewusst. Dieser Mondeinfluss unterstützt die Steinbock-Geborenen und unterstützt auch die Jungfrau-Geborenen. Dieser Erdemond, dieser Stiermond hilft auch bei Wasserelementen und dazu gehören die Fischengeborenen, dazu gehören die Krebsgeborenen und für die Skorpiongeborenen ist das ein Spiegel, wie eine Waageschale die inneren Gleichgewicht halten. Nicht zweifeln, nicht nervös sein, die Ruhe bewahren. Das ist die Spiegel gerade für die Skorpiongeborenen. Dieser Stiermond unterstützt die Widdergeborenen und die Zwillingsgeborenen. Das ist sehr vertraut und eine Unterstützung werden erhalten die Widdergeborenen heute und die Zwillingsgeborenen. Eine gewisse Unsicherheit, soll ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht, dieser vielleicht kommt bei die Waagegeborenen und bei die Schützengeborenen durch diesen Mondeinfluss. Nervosität, innere Unruhe, das verspüren dann die Löwegeborenen und die Wassermanngeborenen Beginn des Tages. Aber Mond wandelt sich weiter und übergeht im Tierkreiszeichen eine Zwillinge. Im laufenden Tag ist schon bei die Zwilling, ändert sich bis Nachmittag die Energie. Dann sieht das ganz anderes aus, das ist Luftelement. Und dieser Zwillingsmond unterstützt die Waagegeborenen, unterstützt die Wassermanngeborenen, das beruhigt sich alles dann. Spiegelt etwas für die Schützengeborenen, dass die Schützengeborenen im inneren Gleichgewicht bleiben sollen. Das ist wie eine Waageschale. Und bekommen Unterstützung die Löwengeborenen und auch die Widdergeborenen. Eine Hilfestellung erhalten die Krebsgeborenen und die Stiergeborenen. Unsicherheit entsteht bis Nachmittag bei den Skorpiongeborenen und bei den Steinbockgeborenen und eine gewisse Nervosität, Unruhe, das haben sie dann die Fischengeborenen und die Jungfraugeborenen. Und das war mein Tageshoroskop und ich habe noch eine Botschaft, eine kurze Infovideo und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt,
wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus, und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf, warum ist die Beziehung so, und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.